Ja, meine Damen und Herren, wir haben mal was Besonderes vor. Wir haben einen Schreiner eingeladen, einen echten Schreiner, der hat eine Schreinerei und singt Schallplatten und im Fernsehen. Und wir haben einen Schauspieler eingeladen, der schreinert. Haben gesagt, die lassen wir zusammen das Hobellied mit neuem Text singen. Hier sind sie, Karl Gross und Ludwig Schmidt-Wildi. Fürs hochverehrte Publikum, da singen heute hier ein Schreiner nun im Hauptberuf, ein Schreiner aus Pläsier. Es ist schon eine große Kunst, der Umgang mit dem Holz, ob im Beruf, ob Hobby nur, und darauf sind wir stolz. Dass ich ein echter Schreiner bin, das sei hier mal gesagt. Ich trete auch als Sänger auf und bin da sehr gefragt. Bei mir, da ist die Schreinerei ein Hobby heiß geliebt. Doch setzen wir den Hobel an, da sind wir sehr geübt. Mancher heut auf dieser Welt ist nur ein armer Tropf und hat wie allgemein bekannt ein Brett oft vor dem Kopf. Da nützt denn auch kein Hobel mehr, das weiß ein jedes Kind. Da haben wir es beide schwer, obwohl wir tüchtig sind. Es trafen sich im blauen Bock ein Schreiner, der auch singt. Ein Schauspieler, der mit Bravour die Schreinerei bezwingt. Wir hoffen sehr, dass dies Duett bedacht wird mit Applaus.